Domine labia mea aperis. Deus meum annunciare laudem tuam. Exultabunt Domino, ossa humiliata. Miserere mihi Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Domine labia mea aperis. Miserere mihi Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Et secundum multitudine miserationum tuarum, amplius lava mea iniquitate mea. Totale Entspannung, hat er gesagt. Für mich klingt das nach einer einsamen Insel. Malediven, Seychellen, irgend sowas. Dem doch viel zu weit für nur 2 Wochen. Glaub mir, der sitzt auf einer Berghütte und genießt die Aussicht. Seid ihr schon wieder dabei? Wenn Richard geahnt hätte, dass hier keiner mehr arbeitet und alle nur noch wild rumspekulieren, dann hätte er bestimmt nicht so ein Geheimnis aus seinem Urlaubsort gemacht. Was ist dein Tipp? Insel oder Berge? Weder noch. Richard Voss ist ins Kloster gegangen. Na klar. Siehst du, er weiß es auch nicht. Naja, ich hab zu tun.
Ich weiß, wer Sie sind. Ich muss Sie dringend sprechen. Verraten Sie niemand davon. Pater Valerius. Das ist aber nett von Ihnen, dass ich noch was bekomme. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so lange geschlafen habe. Aber es ist auch so schön ruhig hier, bei Ihnen draußen. Sagen Sie... Der Anhänger muss zur Scheune rüber, die warten schon drauf. Entschuldigung? Ja, bitte? Voss mein Name. Ich wohne drüben im Kloster, vorübergehend. Ah, der Klosterurlauber. Und, schon eingewöhnt? Bestens. Bis auf das Bett vielleicht. Ja, Komfort suchen Sie da vergebens. Das verschweigen die von der Buchungsagentur gern. Naja, es heißt ja auch Wellness für die Seele und nicht für den Rücken. Und Sie sind der Pächter vom Klostergut? Ja. Ziemlich großer Betrieb. Sie hätten das alles mal vor 10 Jahren sehen sollen. Ein paar kümmerliche Streuobstwiesen, die Vieh- und Ackerwirtschaft im Minus. Damals habe ich zum Abt gesagt, Zacharias, ich übernehme das nur, wenn wir auf Plantage umstellen. Scheint sich ja gelohnt zu haben. Allerdings. Hans, Wechselgeld für den Laden. Von der Ökoschiene ganz zu schweigen. Der Klosterladen und die Obstbrennerei brummen. Waren Sie schon da? Ja, natürlich. Sagen Sie, Herr... Rösler. Herr Rösler, wissen Sie vielleicht, was da heute Morgen im Kloster los ist? Einer der Brüder ist heute Nacht verstorben. Oh. Hm. Plötzlich? Niemand nimmt. Er war schon ein bisschen älter und hat ein schwaches Herz. Der Hausarzt der Abtei hat es mir verraten. Als ich den heute Morgen aus dem Haus abkommen sehen, wusste ich gleich, was los ist. Ich muss weiter. Wie heißt der Tote? Valerius. Wiedersehen. Wiedersehen. Und schönen Aufenthalt noch. Danke. Ich weiß, wer Sie sind. Ich muss Sie dringend sprechen. Verraten Sie niemand davon, Pater Valerius. Sie wünschen. Ich habe von Pater Valerius Tod gehört und wollte Ihnen mein Beileid aussprechen. Wir wissen Ihr Mitleid wohl zu schätzen, Herr Voss. Danke. Alle irdischen Wege münden im Tod, aber durch Christi Auferstehung hat er seinen Schrecken verloren. Wenn Sie uns jetzt bitte wieder allein lassen würden. Ich wollte Ihnen meine Hilfe anbieten. Wissen Sie schon, woran er gestorben ist? Was geht Sie denn das an? Sind Sie Arzt? Einer Ihrer Kollegen war schon hier. Ihr Angebot ist sehr freundlich. Aber Dr. Möller ist unser langjähriger Hausarzt. Er hat als Todesursache einen Infarkt attestiert. Valerius hatte seit Jahren eine Herzschwäche. Und trotzdem hat er in der Landwirtschaft gearbeitet? Wie kommen Sie denn darauf? Er war unser Archivar. Dann frag ich mich, woher der Lehm auf seiner Kutte kommt und an seinen Füßen. Er war barfuß, als er hier ankam. Vermutlich ein Anflug von Verwirrtheit im Angesicht des nahen Todes. Ohne Schuhe. Sagen Sie, worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Glauben Sie nicht, dass es besser wäre, die Polizei zu informieren?
Das ist eine pietätlose Frechheit. Herr Voss, der Tod unseres Bruders ist schlimm genug für unsere Gemeinschaft. Also stiften Sie nicht noch mehr Unruhe mit Ihren absurden Ideen. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, Ihr Gastrecht aufzuheben. Und jetzt lassen Sie uns endlich wieder alleine. Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Richter hier, Mordkommission 2. Oh, Richard, wie schön. Wo steckst du? Im Kloster. Hör zu, ich habe hier einen Todesfall. Ist alles ein bisschen merkwürdig. Den sollten wir näher untersuchen. Könnt ihr vielleicht rauskommen? Ja, Moment. Verstehe. Kloster Elkhofen. Hast du das? Wir sind gleich da. Bis dann. Sieht so aus, als hätten wir einen Fall. Du und ein Kloster. Ich wusste gar nicht, dass du religiös bist. Bin ich auch gar nicht. Die Teilnahme an der Messe und den Gebeten ist freiwillig. Ich wollte ein bisschen entspannen, Ruhe finden. Und findest bei der Gelegenheit die nächste Leiche? Glückwunsch. Du meinst, die Mönche wissen gar nicht, dass du bei der Kripo bist? Nein, die Buchung ist über eine Münchner Agentur gelaufen. Und die Brüder scheinen sich nicht für das weltliche Leben ihrer Gäste zu interessieren. Bis auf einen vielleicht. Wie hat er es rausgefunden? Am ersten Tag hat er mich zu einem Rundgang abgeholt. Da habe ich gerade meine Tasche ausgepackt. Vielleicht hat er meine Dienstmarke gesehen. Ich weiß, wer Sie sind. Ich muss Sie dringend sprechen. Verraten Sie niemand davon. Ja, jetzt kann er nichts mehr verraten. Beruhigen Sie sich doch mal. Ich denke gar nicht daran. Er wird nirgendwo hingebracht. Herr Voss. Herr Voss, wie können Sie es wagen? Ich wünsche, dass Sie unser Kloster auf der Stelle verlassen. Wer ist der verantwortliche Kommissar? Im Namen meines Klosters verlange ich, dass Sie dieses unwürdige Vorgehen sofort unterbrechen und uns Pater Valerios Leichnam zurückgeben. Der Trauergottesdienst und die Beisetzung sind ja schon angesetzt. Er ist der leitende Kommissar. Tut mir leid, Abt Zacharias. Nein, mir tut es leid, Herr Kommissar. Wir haben einen amtlichen Totenschein und Sie haben kein Recht, den einfach anzuzweifeln. Ich versuche schon die ganze Zeit, Ihnen das zu erklären. Hier. Anfangsverdacht eines Fremdverschuldens. Das heißt, Sie unterstellen uns, dass der Mörder in unseren Kreisen zu suchen ist. Sagen wir lieber, ich möchte es ausschließen. Und genau deswegen werden wir Valerios Leichnam untersuchen. Mit aller gebotenen Achtung natürlich. Das wird ein Nachspiel haben, Voss. Das verspreche ich Ihnen. Ja. Unser Kloster hat Freunde und Förderer in allerhöchsten Kreisen. Wen meint er damit? Doch nicht etwa allerhöchste Kreise? Der da oben wird wohl kaum was dagegen haben, wenn wir hier unten ein bisschen Licht in die Sache bringen. Vielleicht hilft er uns sogar. Erst sagst du bist nicht religiös und jetzt glaubst du doch an den lieben Gott. Ja, so bin ich. Ein Wetterfähnchen in Gottes großem Garten. Wer fährt? Ich fahr. Verschwinde! Ich will zu Zacharias! Du hast hier nichts zu suchen! Und zwar sofort! Geh, oder ich hole die Knechte! Du weißt, dass du hier nichts zu suchen hast. Geh! Wo ist er? Du sollst gehen! Geh! Verlogene Stunde! Jetzt gesagt, aber diese Ruhe, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Mit euch habe ich erst in einer Stunde gerechnet. Wie sieht's denn aus? Todesursache war kein Infarkt, sondern eine Atemlähmung, hervorgerufen durch ein starkes Nervengift. Was für ein Gift? Das Labor meldet sich, sobald sie es klassifiziert haben. Das Gleiche gilt für die Erde an seiner Kutte. Aber das eigentlich Bemerkenswerte ist, dass er die tödliche Dosis weder oral noch durch eine Injektion abbekommen hat, sondern über die Haut. Das Ganze ist ein Kontaktgift.
Spielverderber. Woher wusstest du das? Er war barfuß, als er starb. Und seine Schuhe sind verschwunden. Du meinst, jemand hat sie mit Gift präpariert und anschließend verschwinden lassen? Das klingt ja mehr nach KGB als nach Kloster. Ah, hallo. Das Gift, das ihn getötet hat, ist E605. Eine flüssige, in reinem Zustand farb- und geruchlose Verbindung, die als Insektizid in den Handel gelangte Variante, ist farblich markiert und weist einen knoblauchartigen Geruch auf. Ist das Zeug nicht sogar verwandt mit diesen fiesen Kampfstoffen, Tabun, Sarin? Ja, und deswegen ist es seit 2001 verboten. E605 verhindert den Abbau von Neurotransmittern zwischen Nervenzellen und Muskeln. Folge sind Krämpfe und Atemwegslähmung. Die letale Dosis liegt bereits bei etwa 200 Milligramm. Verflixt. Der gute Pater Valerius muss eine ziemlich heikle Story für dich gehabt haben. Du hast keine Ahnung, um was es gehen könnte? Nee, leider nicht. Also dann sammelt mal schön alles, was ihr finden könnt, über das Kloster, den Abt, den Stellvertreter, eventuelle finanzielle Verstrickungen des Gutsbetriebs und so weiter und so weiter. Und was machst du? Ich? Ich gehe zurück ins Kloster. Ich habe Urlaub. Ach ja, weiß einer von euch, wo ich so eine Luftmatratze kaufen kann? An den Füßen? Ja. Deswegen müssen wir seine Schuhe finden, bevor noch jemand anders zu Schaden kommt. Die Kollegen der Spurensicherung kümmern sich drum. Das haben wir bereits bemerkt. Sonst noch was? Ja. Es wäre hilfreich, wenn ich eine Liste bekommen könnte mit allen Personen, die im Kloster ein- und ausgehen. Die Patres, zivile Angestellte, Mitarbeiter des Klostergutes. Ach ja, und dann wollte ich Ihnen noch mitteilen, dass ich doch noch ein paar Tage länger hier bleiben werde. Völlig ausgeschlossen. Es herrscht schon genug Unruhe unter den Brüdern. Es geht um die Aufklärung eines mutmaßlichen Verbrechens. Vergessen Sie das nicht. Dass keiner von uns hier begangen hat. Es muss jemand von außerhalb des Klosters gewesen sein. Das werden wir herausfinden. Abt Zacharias, ich rate Ihnen dringend, meinen Vorschlag anzunehmen. Also gut. Ich werde die Brüder bei der nächsten Kapitelversammlung darüber aufklären, was passiert ist. Und ihnen sagen, dass sie ihre Fragen beantworten sollen. Danke. Eine Sache noch. Wer war der Mann gestern vor dem Kloster, der mit dem Sie Streit hatten, Prior Ansgar? Er heißt Oswald Stengele und hat bis vor kurzem unsere Fischerei unten am See betreut. Und außerdem ist er Valerius leiblicher Bruder. Und warum haben Sie ihn weggeschickt? Weil er Hausverbot hat im Kloster. Weil er ein Säufer ist, ein Unruhestifter und ein Lügner. Oswald ist ein schwieriger Mensch. Wir mussten ihn entlassen vor 2 Wochen, weil er wiederholt Geld unterschlagen hat und ein paar Mal zu oft betrunken war bei der Arbeit. Aber sein Erscheinen gestern muss rein zufällig gewesen sein. Vielleicht hat er im Dorf über Valerius' Tod erfahren. Sie hatten ihn also noch gar nicht informiert? Nein, aber ich hätte ihm in den nächsten Tagen geschrieben. Warum wollten Sie es ihm nicht persönlich sagen? Immerhin ist er sein Bruder. Die beiden hatten kaum mehr miteinander was zu tun. Wissen Sie, wenn ein Mönch die Profess ablegt, dann lässt er auch alle weltlichen Bindungen hinter sich. Valerius' Familie war der Orden. Verstehe. Die Liste. Wer zum Kloster gehört. Danke. Sie sind ganz anderer Meinung, was Stengele betrifft, habe ich recht? Allerdings. Am Abend vor Valerius Tod hat er einen Streit vom Zaun gebrochen. Und er wäre sicher auf ihn losgegangen, wenn nicht Manfred Rösler und einer der Knechte dazwischen gegangen wären. Ich dachte, das sollten Sie wissen. Danke. Angenehme Nachtruhe. Hatten Sie vor, noch schwimmen zu gehen?
Axel, ich bin's, Richard. Könnt ihr morgen früh zum Kloster rauskommen? Wir müssen mit ein paar Leuten reden. Vor allem mit Valerius Bruder. Beneficat vos a omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est und denkt an unsere lieben Verstorbenen. Deo gratias. Ich dachte, Sie gehen nicht in die Messe. Dachte ich auch. Tja, so kann's gehen. Für mich ist die Morgenmesse ein Muss, ein Moment der Kontemplation, bevor der tägliche Stress losgeht. Täte Ihnen vielleicht auch öfter ganz gut, Herr Kommissar. Ach, das hat sich ja schnell herumgesprochen. Was dachten Sie denn, dass wir hier in Elkhofen immer noch das Schweigegelübde haben? Erzählen Sie mir von dem Streit, den Valerius mit seinem Bruder hatte. Ach das, ich bin erst später dazugekommen. Es ging um Oswalds Rauswurf. Offensichtlich war er der Meinung, dass Valerius das hätte verhindern müssen. Hätte er das denn gekonnt? Nein. In diesem Orden herrscht eine ziemlich strenge Hierarchie und Disziplin. Der Abt entscheidet, die Mönche haben zu schweigen und zu gehorchen. Manche mögen das archaisch nennen, ich finde es irgendwie beruhigend. Genau da hat es übrigens immer schon bei Oswald gehapert. Disziplin und Gehorsam. Besonders, wenn er einen Intus hat. Ist er gewalttätig, wenn er was getrunken hat? Sie wollen wissen, ob er Valerius umgebracht haben könnte. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Es wäre gegen die Gebote. Irgendwo ist er auch immer noch ein sehr gläubiger Mensch. Er war ja sogar mal Laienbruder in dieser Abtei. Tatsächlich? Mhm. Allerdings wurde er nie zur Priesterweihe zugelassen. Stichwort Disziplinmangel. Den Posten in der Fischerei hat Valerius ihm verschafft, damit er eine Aufgabe hat. Verzeihen Sie, aber ich muss den Laden aufmachen. Herr Kommissar? Ja? Sagen Sie, stimmt es, dass Valerius vergiftet wurde über seine Schuhe? Ja. Ich will jetzt nichts in die Welt setzen, aber Oswald Stengele hat einen Gifttick. Einen was? Er behauptet, dass jemand hergeht und seine Fische vergiftet. Er ist regelrecht besessen von dieser Idee. Na ja, vielleicht hilft Ihnen das ja weiter. Ja, vielleicht. Danke. Bitte sehr. Wir dachten, du liegst auf der Luftmatratze und schläfst. Ich war in der Frühmesse und mit Rösler habe ich auch schon geredet. Ihr könnt euch also gleich das Archiv vornehmen. Das mache ich. Werner wollte ein bisschen spazieren gehen. Bitte? Bodenproben nehmen für den Abgleich mit der Kutte von Valerius. Ah. Habt ihr schon was rausgefunden? Du, nicht viel. Die Mutterabtei in Regensburg ist ausgesprochen knauserig mit Informationen. Fest steht, dass die alle gut vernetzt sind. Es gibt einen Förderverein, Freunde der Abtei. Da sitzen auch eine Menge hohe Tiere aus der Umgebung drin. Und finanziell steht Elkhofen blendend da, dank der Einnahmen aus der Obstplantage und dem Bioladen. Das erklärt, warum der Pächter und der Abt so dicke Freunde sind. Mhm. Noch was. Es gab vor 10 Jahren hier in der Gegend mal einen Giftunfall. Dabei sind 2 kleine Kinder gestorben. Die haben in der Hütte ihres Großvaters mit Pestizid hantiert. Aber nicht E605. Nee, irgendein anderes Zeug. Übrigens, der Stengele soll ein ziemlicher Stinkstiefel sein. Der lebt alleine auf dem Hof, den er von seinen Eltern geerbt hat. Ja, hier ist unsere Bibliothek mit den Studierplätzen. Und das Archiv befindet sich hier hinten. Dort stehen die Jahrbücher und Valerius' Arbeitsplatz ist hier. Ja.
Welche Art Informationen hat er denn archiviert? Alles, was das Kloster betrifft. Fotos, Hirtenbriefe, Pressetexte über kirchliche und weltliche Feierlichkeiten, die wir rund ums Jahr ausrichten, sowie unsere eigenen Berichte und buchhalterischen Unterlagen. Und das hat er dann in diesen Jahrbüchern gesammelt? Kopiert und gebunden, ja. Da fehlt eins. Ach so, ja. Ja, das kommt vor, wenn sich einer unserer Brüder etwas ausleiht. Ist es ja. Aber da gehört es jedenfalls nicht hin. Schön. Schauen Sie sich ruhig um, solange Sie wollen. Ich bin in meinem Büro, den Trauergottesdienst für ihn vorbereiten. Ziemlich runtergekommen. Bei mir sieht es auch nicht viel besser aus. Das glaube ich. Scheint wirklich keiner da zu sein. Was wollen Sie? Mit Ihnen über Ihren Bruder reden. Was gibt's denn noch zu reden? Er ist tot. Also lassen Sie mich in Ruhe. Scheint Ihnen nicht gerade leid zu tun. Er hat mich verraten, dieser frömmelnde Pharisäer. Der ist um keinen Deut besser als die anderen Scheinheiligen da oben. Und jetzt gehen Sie. Ich kann verstehen, dass Sie schlecht auf die zu sprechen sind. Nach 20 Jahren im Klosterdienst einfach davongejagt zu werden, das ist nicht gerade das, was man barmherzig nennen kann. Was wollen Sie überhaupt? Boss, Kripo München. Hat man Ihnen nicht gesagt, dass Ihr Bruder ermordet wurde? Nein, das wusste ich nicht. Wo waren Sie Montagnacht? Hier? Und zwar allein. Ohne Zeugen. War ja klar, dass Zacharias behaupten würde, ich wär's gewesen. Und waren Sie's? Sie sollten besser mit uns reden. Ja, bitte? So, ich bin soweit fertig. Haben Sie etwas finden können, das Ihnen hilft? Wie man es nimmt. Zumindest kann ich mir jetzt ein Bild von seiner Arbeit machen. Sie sagten, dass die Bücher ausgeliehen werden können. Hätten Sie was dagegen, wenn ich das hier für ein oder zwei Tage mitnehme? Nein, nein, nehmen Sie es nur. Ich weiß sowieso nicht, warum ich es nicht gleich wieder zurückgestellt habe. Danke. Soll ich Sie hinaus begleiten? Vielen Dank, aber ich glaube, ich finde den Weg. Der Streit? Ja. Herr Gott, ich habe ihn gebeten, mir zu helfen. Aber so angefleht habe ich ihn. Er kommt doch an alle Unterlagen heran. In seinem Archiv da oben, aber es wäre für ihn ein leichtes gewesen, zu beweisen, dass ich recht habe. Aber er wollte nicht. Es war ihm nicht wichtig genug. Ich war ihm nicht wichtig genug. Kann ich auch so einen haben? Natürlich. Das heißt, alle Vorwürfe gegen Sie waren erfunden? Das ist alles nur ein Vorwand, um mich loszuwerden. Ich bin Zacharias zu unbequem geworden. Zu unbequem? Wieso? Na, wegen dem Gift im See. Glauben Sie, wie viele Briefe ich deswegen geschrieben habe? An den Abt, an den Landrat, sogar an den Primas der Abtei. Wir haben alle auf Durchzug gestellt. Dabei sollten Sie das mal sehen. Wenn es regnet, ist es besonders schlimm. Dann kommt das Teufelszeug eimerweise den Bach herunter. Direkt aus Röslers ach so sauberen Obstplantage.
Und am nächsten Tag ist der ganze See voller toter Fische. Aber der Herr Rösler betreibt doch biologischen Anbau, ohne jedes Gift. Sowas wird vom Staat kontrolliert. Kein Scheiß wird da kontrolliert. Steckt doch alle unter einer Decke. Sogar das Amt für Gewässerschutz hängt damit drin. Oder wie erklären Sie sich, dass alle meine Wasserproben, die ich dahin geschickt habe, verschwunden sind? Und die Fischkadaver? Solche Geschwüre waren da drin. Also hauen Sie mir bloß ab mit diesem Rösler. Entschuldigung, kann ich mal Ihre Toilette benutzen? Erster Stock. Danke. Wenn Sie am See ein Schwein gibt, dann ist er das. Kolben, Destillationsbrücke, Kühler. Damit kann man schon eine ganze Menge anfangen, sagen die vom KTU-Labor. Du meinst, dass er das Zeug da zusammengemixt hat? Warum nicht? Es ist kein E605, aber die Analyse der Reagenzgläser steht ja noch aus. Was meinst du denn so, Richard? Niemand hat ihm geglaubt. Ich kann verstehen, dass er da irgendwann auf die Idee gekommen ist, die Sache selber zu beweisen. Dem Abt, den Leuten vom Gewässerschutz. Hast du mit denen gesprochen? Ja. Er ist aber auch als Querulant und Spinner bekannt. Anfänglich haben sie seine Angaben noch geprüft, später nicht mehr. Gift haben sie im See nie feststellen können. Und es bleibt die Tatsache, dass er für die Tatnacht kein Alibi hat. Aber ein schlüssiges Motiv, nämlich Eifersucht. Weil er auch Mönch werden wollte. Genau. Aber sie haben ihn nicht zugelassen. Stattdessen haben sie ihn mit der Fischzucht abgespeist und auch die haben sie ihm vor 14 Tagen genommen. Sie haben den verstoßen. Allen voran sein eigener Bruder. Ja, ja. Ihr habt ja recht. Aber eine Chance gebe ich ihm noch. Er hat doch im Zusammenhang mit dem Streit erwähnt, dass Valerius etwas hätte, das ihn entlasten könnte. Unterlagen in seinem Archiv. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Bin gerade dran. Was ist das? Die Klosterchronik von 2002. Lies mal. 22. Januar, Wahl zum neuen Abt. Kandidaten Pater Zacharias. Und Prior Valerius, das gibt's doch gar nicht. Der war mal Prior? Und eigentlich hätte er als Stellvertreter des alten Abtes der logische Nachfolger sein müssen. Dass Zacharias als einfacher Mönch überhaupt gegen ihn angetreten ist, muss einen schon wundern. Und dass er gewonnen hat, noch viel mehr. Und dann macht er auch noch Ansgar zum Prior und degradiert Valerius zum Archivar. Also wenn da mal nicht der Hund begraben liegt. Ich melde mich morgen wieder. Wieso ist es eigentlich zu dieser Kampfabstimmung gekommen? Als Prior war Valerius doch der logische Nachfolger. So genau erinnere ich mich nicht. Pater, bitte. Es ist wichtig. Hatte es vielleicht mit Valerius' Bruder Oswald zu tun? Also gut. Es gab im Vorfeld der Wahl Gerüchte. Unschöne Vorwürfe, verstehen Sie? Valerius soll angeblich... Findest du es richtig, dass dein Bruder die Arbeit alleine erledigt, während du hier eitle Schwätzchen hältst? Entschuldigen Sie bitte, Prior Ansgar, ich habe ihm Fragen gestellt. Wofür ich, wie Sie wissen, die Erlaubnis des Abtes habe. Gleichwohl darf er darüber seine Aufgaben nicht vernachlässigen. Das hätte er eigentlich wissen müssen. Er wird daher, während wir zu Abendessen, allein in seiner Zelle sein. Was umso bedauerlicher ist, da die heutige Tischlesung dem Andenken unseres verstorbenen Mitbruders gewidmet ist. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Psst. Herr Kommissar.
Valerius hat der Oswald die Fischerstelle zugeschanzt. Das wusste jeder. Und auch hat er immer recht großzügig über sein Alkoholproblem hinweggesehen. Auch dann gab es ein paar Diebstähle. Bootsmotor, Fischereigeräte und schließlich noch Bargeld aus der Kasse, hier in der Abtei. War das viel Bargeld? Alles in allem ein paar hundert Euro, nichts Dramatisches. Und man konnte Oswald nie was nachweisen. Geschadet hat es Valerius nur, weil jemand die Sache in Regensburg gemeldet hat. Der Abt Primas persönlich hat Valerius gerügt, er hätte nicht genügend für die Aufklärung getan. Und weiß man, wer das gemeldet hat? Nicht wirklich. Zacharias war es nicht. Aber es muss jemand gewesen sein, der einen Vorteil davon hatte, dass er Abt wurde. Ansgar vielleicht? Mehr hören Sie nicht von mir. Ich war eh schon viel zu geschwätzig. Na gut, so gesehen bin ich froh, dass Sie überhaupt was gesagt haben. Hören Sie, ich liebe dieses Kloster von ganzem Herzen. Aber für uns Jüngere ist es oft schwierig. Ich meine, wir sind ja nicht blind dafür, wie sich die Welt da draußen verändert. Aber dann wünscht man sich, in unserem Orden wäre es ein bisschen offener. Und wenn er ihn sieht, weiß er sofort, was los ist. Meine Brüder, ist die abgeschlossen? Nein, die ist immer auf. Sie können vorne mit rein. Danke. Die entsprechenden Textstellen, die sicher auch Bruder Valerius gewählt hätte, findet ihr im Buch unter den entsprechenden Markierungen. Wer war dieser Mensch, dieser Bruder Valerius? Ich habe hier den Laborbericht zu den Erdpartikeln. Es handelt sich nicht um Gartenerde aus den Beeten rund ums Kloster, sondern um Lehmboden, vermutlich aus einer der Obstplantagen. Mhm. Na, er wird da auf seinen Mörder getroffen sein. Werner, schau dir das mal an und sag mir, was du davon hältst. Bauzeichnungen, Kostenvoranschlag, Planfeststellung Frühjahr 2002. Das ist eine Liste mit Baumaßnahmen des Klosters. Nein, nein, ich meine ja nicht den Inhalt, sondern hier, die Bindung. Sieht aus, als hätte jemand ein paar Seiten rausgerissen. Warum sollte dieser jemand das tun, wenn es doch nur um Baumaßnahmen geht? Hier ist ein Stempel. Genehmigung Bauamt Elkhofen mit einer Telefonnummer. Ruf da doch mal an morgen früh. Wo, sagtest du, hat er seinen Mörder getroffen?
Keine Spuren auf der Landseite. Der Täter wird ihn vom Boot aus in den See geworfen haben und dann hat die Strömung hierher getrieben. Klingt irgendwie nach eurem Fischer. Meinst du den Stängele? In ein paar Reagenzgläsern, die ihr bei ihm gefunden habt, waren Restmengen von E605. In minimaler Konzentration, aber immerhin. Todeszeitpunkt? Irgendwann zwischen 23 und 3 Uhr. 0.30 Uhr bei der Mitternachtsmesse war er noch dabei. Als er heute früh zu laut ist, fehlte, haben sie mich gleich geweckt. Ob Zacharias was geahnt hätte. Geahnt oder gewusst? Auf mich hat er einen ehrlich geschockten Eindruck gemacht. Was hältst du von der Wunde? Muss ich mir noch genauer ansehen. Aber der Schlag muss ziemlich hart gewesen sein. Und der Gegenstand auch. Vielleicht ein Paddel von einem Boot? Nee, schärfer. Eher ein Spaten oder ein anderes kantiges Metallteil. Ich will mit Oswald Stengele sprechen. Auf dem Präsidium. Okay. Herr Stengele? Herr Stengele? Herr Stengele, wir müssen mit Ihnen reden. Hallo? Herr Stengele? Raus, Kollege. Der kommt doch nicht weit. Ja, hallo Richard. Axel hier. Nee, der Stengele ist geflüchtet. Warte mal. Was gefunden. Das Blut stammt zweifelsfrei von Ansgar. Genauso wie der Großteil der Fingerspuren am Griff. Offensichtlich hat er kurz vor seinem Tod mit dem Spaten gearbeitet. Am Griff gibt es aber noch andere Fingerspuren. Vielleicht vom Mörder? Stengele? Nein, von Valerius. Aha. Sie haben also beide den Spaten benutzt? Ja. Das beweisen auch die Erdpartikel hier. Exakt die gleiche lehmhaltige Erde findet sich an der Kutte von Valerius und an den Sandalen von Ansgar. Die Zusammensetzung ist praktisch identisch mit meinen Proben aus der Obstplantage. Habt ihr die Sandalen auf Giftspuren überprüft? Natürlich. Aber sie sind sauber. Und damit kommen wir zu den Schuhen hier. Sie gehören tatsächlich Valerius. Das wissen wir anhand der Einlagen. Die hat ihm sein Hausarzt verschrieben. Aber auch hier findet sich kein einziges Mikrogramm E605. Tja, schade, schade um die schöne Theorie. Gift in den Schuhen. Das hätte uns doch gefallen, oder? Moment, jetzt kommt er gerade. Die Kollegen aus Elkhofen. Stengeles Motorrad wurde gefunden in der Nähe der Fischerhütte. Die sollen warten, bis wir da sind. Habt ihr gehört? Okay. Stengele? Herr Stengele? Wir beide gehen rein. Ihr sichert die Hände. Okay.
Scheiße. Tun Sie das nicht, Stengel. Ich weiß, dass Sie unschuldig sind. Wir können beweisen, dass jemand anders versucht, Ihnen das alles in die Schuhe zu schieben. Hören Sie auf! Das können Sie Ihrer Großmutter erzählen! Und jetzt hört endlich ab! Wenn Sie das jetzt tun, dann wird es immer so aussehen wie ein Schuldeingeständnis. Und es wird niemals rauskommen, wer Ihren Bruder getötet hat. Wollen Sie das? Ich will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sie haben das auch mal gewollt, Oswald. Erinnern Sie sich? Sie wollten die Wahrheit wissen über das Gift im See. Darüber, wer die Fische tötet. Tun Sie das nicht! Wir werden die Wahrheit herausfinden. Das können Sie mir glauben. Glauben? Den haben wir schon lange verloren. Ja, Werner? Ach, das wird nicht nötig sein. Ja, ja. Da muss ja ein Fehler unterlaufen sein. Der hat das Teil doch nie in der Hand gehabt. Ja gut, ich sag's ihm. Da war noch ein drittes Paar Fingerabdrücke am Spaten. Von wem? Ja, von dir. Von mir? Warte mal, da war doch was. Tatsächlich, er ist weg. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wer hat noch Zugang zu diesem Raum? Die Köche, Lieferanten, der Tischdienst, die Brüder, die einen Kräutergarten bestellen, eigentlich alle. Hier ist nie abgeschlossen, jeder kann rein und raus. Gerd? Lehm. Riecht aber komisch. Knoblauch, ihr 605. Was ist das? Socken. Valerius Socken. Ein Glück, dass in der Zwischenzeit niemand anderes die Stiefel angezogen hat. Die Menge Gift daran hätte den Elefanten umgebracht. Valerius ist barfuß weitergelaufen. Die Socken müssen völlig durchtränkt gewesen sein. Also, Valerius und Ansgar sind beide durch den Küchenvorraum nach draußen. Beide haben den Spaten mitgenommen, um nach etwas zu graben. Irgendwo, heimlich auf der Plantage. Valerius hat deshalb die Stiefel angezogen, die mit Gift präpariert waren. Die waren nicht präpariert. Sondern? Guckt mal her. Seht ihr? Die sind undicht. Aber nicht aufgrund einer Manipulation, sondern schlicht und einfach, weil sie alt und porös sind. An der Außenseite und unter der Sohle sind übrigens die meisten Giftreste. Ungefähr bis hier. Da muss er ja förmlich durch das Zeug gewartet sein. Weißt du, an was mich das erinnert, Axel? Nee. An Stengeles Behauptung vom Gift, das in den See fließt. Und zwar eimerweise. Gerd, wir müssen die ganze Plantage durchsuchen. Ansgar und Valerius waren auf der Suche nach Stengeles ominöser Giftquelle. Und zumindest Valerius hat sie gefunden. Ich auch. Die fehlenden Seiten im Jahrbuch. Ich habe alle Baumaßnahmen, die das Kloster 2002 durchgeführt hat, überprüft. Und alle sind sie auch in der Chronik. Bis auf das da. Zacharias hat es verschwinden lassen. Und das Gebäude wurde abgetragen. Landwirtschaftliches Nutzgebäude mit Melzerei. Stengel hat recht. Das Gift kommt von Rösler. Wir müssen einen Zugang zu dieser Melzerei finden. Verdammt! Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen?
Was meinst du denn? Ist doch klar. Ja, was bitte? Eine Hand wäscht die andere. Die Intrige, die Valerius die Wahl zum Abt gekostet hat, ist nicht von Ansgar eingefädelt worden, sondern von Rösler. Und als Dank dafür hat Zacharias ihn zum Gutsverwalter gemacht. Wir sind soweit. Diese Sauerei hat Zacharias also auch gedeckt. Mich wundert gar nichts mehr. Der Giftunfall mit den Kindern, das war doch auch 2002. Im Herbst. Aha. Wenn es nicht ein völlig anderes Gift gewesen wäre, könnte man fast glauben, dass es was hiermit zu tun hat. Was war's denn? Paradion. Habe ich extra nachgeschlagen. Aber Paradion und E605 sind ein und dasselbe. E605 ist nur der Handelsname. Das ist nicht dein Ernst. Ja, natürlich. Mann, Mann, Mann. Ja, Gerd, kann losgehen. Herr Rösler. Ja? Darf ich Sie bitten, mitzukommen? Wieso? Da wäre noch einiges zu klären. Valerius' unglückseliger Besuch in Ihrem Giftlager zum Beispiel. Oder ihre Spartenattacke auf Prior Ansgar, als er dort auftauchte. Auf! Danke, Pater. Der Herr lenkt all unsere Wege. Auch wenn wir straucheln. Sind das die Seiten, die Sie aus dem Jahrbuch entfernt haben, damit wir Röslers Versteck nicht finden? Ja. Ich bin schuld an Ihrem Tod. Wen meinen Sie? Valerius und Ansgar? Oder die Kinder? 2002, als wir auf die Plantage umgestellt haben, hatte ich mich überreden lassen, Kredite für die Umstrukturierung des Gutshofs aufzunehmen. Hohe Kredite. Dann kamen die Schädlinge. Es war die schlimmste Plage, die wir hier jemals hatten. Alles wäre vernichtet worden. Die Bäume, die Ernte. Die Abtei stand vor dem finanziellen Ruin. Da hat Rösler das E605 besorgt. Das zu diesem Zeitpunkt aber schon verboten war. Es war billig und in großen Mengen zu bekommen. Ich habe nicht lange gezögert, als er das Angebot machte. Die Ernte war gerettet, aber... Aber die Kinder nicht. Sie haben in der Plantage gespielt, habe ich recht? Und nicht im Schuppen Ihres Großvaters, wie die Polizei damals vermutet hat. Als die Ermittlungen anfingen, hat Manfred das Teufelszeug verschwinden lassen. Ich wusste erst, wohin,
als Oswald Stengler diese Briefe geschrieben hatte, wegen dem Fischsterben. Sie haben alles getan, damit es nicht rauskommt. Es genügte nicht, Oswald zu entlassen. Sie mussten seinen Leumund zerstören, ihn unglaubwürdig machen. Aber schließlich hat sich Valerius doch erbarmt und die Sache für seinen Bruder recherchiert. Dabei ist er auf die Pläne gestoßen, die Melzerei, und hat nachgeschaut. Genau wie Ansgar, ein paar Tage später. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat sie nicht verlassen. Sie haben ihn verlassen.